wie man vielleicht an den letzten Backflip sieht, konnte ich mich von der Slackline richtig abdrücken, so wie am Neusler See in Podersdorf, da sie nicht zu 100% an den Steinen fixiert war, da die Steine zu wackeln anfingen, wenn man auf das Slackline gesprungen ist. Das war's mit dem Video. Abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Ciao.